Herzlich willkommen in der Pre-Zero Arena. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur heutigen Begegnung. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1899 Hoffenheim gegen Bayern München. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Sebastian Rudi, die Nummer 18, Diadi Sommerfeld. Schau dir die Kulisse an, Buschi. So soll es doch sein, oder? Fußballatmosphäre pur. Absolut, Wolf. Das macht Spaß, hier zu sein. Wahnsinn, diese Stimmung. André Kramaric. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. In taktischer Hinsicht greifen sie immer wieder zum Tiki-Taka. Ja, das sind wir auch von ihnen, dieses blitzschnelle Kurzpassspiel. Die wollen über den Ballbesitz ihre Spiele dominieren. Ich bin gespannt, ob das heute gelingt. Hoffenheim hat Anstoß. Sie holen sich den Ball im Mittelfeld wieder. Nun Kalerabek. Rudi. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Der Ballverlust. Lewandowski war das. Bebu. Ein guter Doppelpass. Rudi. Er kann es machen. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Bebu. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. 1899 Hoffenheim. Die Nummer 9. Nun Lewandowski. Kimmich. Goretzka. Goretzka ist es. Es gab ja mal Zeiten, da schien der Aufstieg von Hoffenheim unaufhörlich. Aber Wolf, dann kam der Einbruch und wir müssen schauen, ob sie jetzt so langsam aber sicher mal Konstanz da reinbekommen. Von den Möglichkeiten her gehört der Club nach oben. Und jetzt Müller. Kimmich. Lewandowski. Ball ist bei Goretzka. Die Bayern im Vorwärtsgang. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Leon Goretzka. Coman. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Sané. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ryan Sessegnon. Bebu. Rudi. Rudi.
Diadier Samaseku. Rudi. Bebu. Kramaric am Ball. Kramaric. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. André Kramaric. Diadier Samaseku. Da ist Kimmich zur Stelle. Kimmich. Ballbesitz Lewandowski. Goretzka. Nun Lewandowski. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Kimmich. Und jetzt Lewandowski. Da kann er ihn stoppen. Rudi. Bebu. Kramaric. Diadier Samaseku. Ballbesitz bei Kramaric. Rudi. Geht dazwischen und hat den Ball. Und jetzt Müller. Ballbesitz Müller. Spielt zurück auf Lewandowski. Komm, das ist jetzt seine Chance. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Da müssen sie aufpassen. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tor für Bayern München. Die Nummer 25. Thomas Müller. Richards. Bebu. Schön dazwischen gegangen. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Süle. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Lewandowski jetzt. Ballbesitz Lewandowski. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Jetzt Robert Lewandowski. Kimmich. Der Ball für Goretzka. Jetzt könnte er flanken. Coman. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Alphonso Davies. Coman. Den spielt er wieder zurück. Die Bayern mit dem Ballverlust. Kramaric. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Bei Lewandowski geht heute nicht viel zusammen. Das sind ungewohnte Schwächen, die er hier zeigt und so kann er seiner Mannschaft natürlich nicht helfen. Die Bayern dürfen anstoßen. Wir machen weiter mit Durchgang 2. Sané.
Sané mit dem Ballverlust. Rudi. Diadier Samaseku. Florian Grillitsch. Kramaric. Rudi. Rudi. Ballbesitz bei Kramaric. Richards. Bayern München mit dem Ballgewinn. Kimmich. Da ist Kimmich. Robert Lewandowski. Joshua Kimmich hat den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Spielerwechsel. Oh, jetzt werden sie wechseln. Vom Feld gegangen, die Nummer 9, Ilas Bebu. Neu dabei, die Nummer 10, Munas Davoud. Ecke kommt von Kimmich. Klasse Flanke. Und jetzt Lewandowski. Niklas Süle. Klasse gemacht, stark geblockt. Rudi. Davoud. Die Gäste werden wechseln. Stefan Posch. Kramaric. Diadier Samaseku. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Stefan Posch. Davoud. Diadier Samaseku. Und jetzt wieder die Bayern. Coman. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Sieht gefährlich aus. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Ball zurück zu Sané. Und jetzt Müller. Er spielt den Steilpass. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Richards. Ryan Sessegnon. Diadier Samaseku. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kramaric. Richards. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Davoud. Diadier Samaseku. Davoud. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Und der kommt jetzt nicht an. Der Ball ist weg. Goretzka. Ballverlust Goretzka. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts.
Diadier Samaseku. Richards. Ryan Sessegnon. Pass wird abgefangen von Goretzka. Kimmich. Kimmich jetzt. Ball zurück zu Müller. Lewandowski. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein. Die Bayern hier doch noch mit der Führung. Es könnte das entscheidende Tor gewesen sein. Noch ist etwas Zeit für den Ausgleich, aber das ist nicht einfach jetzt. Sie wechseln aus. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Nun Kalle Rabeck. Wird hier noch mal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Andrej Kramaric. Mijat Gacinovic. Rudi. Kramaric am Ball. Ryan Sessegnon. Ballbesitz bei Kramaric. Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Gute Leistung von ihm heute. Und am Ende ist ja auch ein Sieg dabei rausgesprungen. Ich glaube, der hat allen Grund zur Freude. Hoffenheim hat Anstoß. Er kann es machen. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Bebu. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Da müssen sie aufpassen. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. Kimmich jetzt. Ball zurück zu Müller. Lewandowski. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein.